zusammen nochmal ein neues Video von uns. Und es ist wieder ein Toyota geworden. Kundenfahrzeug, was wir eben abgeholt haben, deswegen die roten Nummern, um da neuen TÜV zu machen für den Kunden, damit das Fahrzeug angemeldet werden kann. Ja, was ist das Ganze? Das ist ein Toyota Mark II, aber die Nachfolgegeneration zu dem Modell, was wir euch schon gezeigt haben. Chassiscode JZX 110. Fahrzeug wurde ursprünglich auch durch OR Imports nach Deutschland importiert. Hier seht ihr die Aufkleber an der Seite und ist in wirklich gutem Zustand. Wir haben hier, ich glaube, 85.000 Kilometer Laufleistung insgesamt. Ist ein Teilfahrwerk verbaut, eine Fujitsubo Abgasanlage, Felgen und ein HKS Intake, wenn ich das richtig sehe oder in Erinnerung habe. Ich zeige euch mal den Innenraum. Das sieht halt schon deutlich moderner aus alles, hat aber trotzdem noch den 1JZ GTE verbaut. Alles ein bisschen moderner als die JZX 100. Trotz desselben Motors fährt sich das auch leicht anders, muss ich ehrlich sagen. Ich zeige euch das Ganze hier mal. Es fühlt sich wirklich ein bisschen moderner an. Da scheint noch der andere Schaltknopf zu sein. Gerade hier die Mittelkonsole macht einen deutlich moderneren Eindruck. Ja, der Schaltknopf ist Geschmackssache, ist jetzt aber mal verbaut. Ich zeige euch eben den Motorraum, der ist auch wirklich sauber. Das typische Problem der etwas langsamen Haubenlifter. Und ihr seht hier 1JZ GTE HKS Intake, Hitzeschutzschild sehe ich. Das typische Grün von einem Teinfahrwerk seht ihr hier. Ansonsten, ja, ich sag jetzt mal nichts Besonderes in Anführungsstrichen. Natürlich immer noch hier ein seltenes und besonderes Fahrzeug. Lippen, Schweller und Heckschürzenansatz ist hier in dem Fall original. Die goldenen Embleme waren tatsächlich optional. Beim Celsio und beim Crown zum Beispiel ist das hier 24 Karat Echtgold. Müsste ich beim Mark II nachgucken, ob das auch der Fall ist. Kann ich mir mal gut vorstellen. Musste man optional bestellen. Scheiben, meine ich, waren bei den meisten in Serie getönt. Ich zeige euch nochmal die Rücksitzbank. Wir haben hier, es sieht durch das Sonnenlicht zwar grau aus, gucken wir mal, wenn wir reingehen. Es ist aber tatsächlich ein ja, schwarzer, dunkel, also dieser Bereich hier ist tatsächlich ganz schwarz und das hier ist ein ganz dunkles Grau mit ein bisschen Muster. Die Kamera kann das nicht ordentlich einfangen. Es sieht aber deutlich dunkler aus als wie die Kamera das hier darstellt. Eigentlich ein sehr schöner, stimmiger Innenraum in Kombination. Das ist wahrscheinlich das Sonnenlicht, was das hier so ein bisschen hell aussehen lässt. Ich zeige euch gleich noch mal ein paar Fahraufnahmen. Das Fahrzeug ja, fährt sich Toyota-typisch, sage ich jetzt mal. Also wer schon mal Toyota-Hecktriebler, größere Limousine gefahren ist, wird sich da wiederfinden. Ja, es fühlt sich etwas moderner an als sein JZX 100. Das kann zum einen an der elektronischen Drosselklappe liegen. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern das Getriebe hier anders übersetzt ist oder anders arbeitet. Aber es fühlt sich insgesamt ein bisschen frischer, moderner an. Auch vom Lenkgefühl, was man so hat. Geht das eher in Richtung des nachfolgenden Crowns zum Beispiel. Der Crown JZS 171, hier zum Beispiel ganz viele Teile, die er sich mit diesem Chassis teilt, vom Fahrwerk etc., obwohl es eine noch größere Limousine ist. Also das hier würde ich sagen, ist nochmal die etwas 100 Kilo leichtere, sportlichere Variante im Vergleich zum Crown. Aber fährt sich auch wirklich
sehr agil, sehr schön. Ist eigentlich hier in Deutschland noch sehr selten vertreten. Kann man im Vergleich zum JZX 100 noch als, ja, ich sag mal, Geheimtipp in Anführungsstrichen sehen. Der Hype bei den JZX 100 Chaser Cresta Mark II ist ja weltweit angekommen. Diverse YouTuber, Amerikaner kaufen die Chassis wie bekloppt, dementsprechend gehen die Preise nach oben. In Deutschland haben wir halt nicht die 25-Jahre-Regel, müssen nur die Abgasnorm erfüllen und können hier sowas schon importieren. Deswegen meine klare Empfehlung, es gibt das Ganze als Automatik, aber auch als Schalter, ist natürlich teurer. Aber wenn ihr sowas sucht und in der Zukunft haben möchtet, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir importieren sowas, lassen das für euch zu, sorgen für die nötigen Eintragungen oder bauen auch eine komplette Abgasanlage, wenn keine dabei ist. Besorgen euch Fahrwerke. Auch für das Auto hat zum Beispiel der Arthur aus dem JDM-Shop sicherlich auch noch Teile, vielleicht sogar auf Lager. Ja, und dann ist das hier auch ein super Fahrzeug. Für meinen Geschmack würde ich die Scheinwerfer innen noch schwarz machen. Aber ansonsten absolut schick. Ich mache euch gleich noch mal ein paar Sound- und Fahraufnahmen. Typischer 1JZ GTE-Klang. Durch das E-Gas kriegt man aber nicht so ein schönes Turboflatter hin, leider. Also zumindest funktioniert es nicht gleich wie beim JZX 100. Das habe ich schon probiert. Aber ja, es fährt geil, klingt gut. So, dann machen wir noch mal ein paar Soundaufnahmen. Seht hier auch das Lenkrad, macht halt schon einen deutlich moderneren Eindruck. Ne? Dann gucken wir mal, was hier klangmäßig so rauskommt. Fahren wir mal ein Stückchen zusammen. Kann ich euch ein bisschen was über das Auto erzählen und auch was über meine Meinung zum Fahrverhalten. Leider ohne Mikrofon, die haben mich gerade verlassen, die Akkus. Aber ich hoffe, ihr könnt auch so ein bisschen was mitnehmen an Sound und versteht mich noch ganz gut. Ja, was ist das hier für ein Auto? Wie würde ich das einordnen? Ja, es ist etwas schwierig zu beschreiben, weil halt der 1JZ GTE klassisch für die JZX 100 ist, also Chaser Mark II und Cresta, aber sich das vom Fahrverhalten doch schon sehr anfühlt wie der modernere Crown S-Lead, zum Beispiel die GRS 204, die wir euch schon gezeigt haben, oder auch die 180er Crown Serie. Also das macht so ein bisschen den Spagat zwischen den Baujahren und ich finde, das macht er auch ganz gut. Er fühlt sich im unteren Drehzahlbereich teilweise etwas stärker an und auch obenrum. Das Automatikgetriebe fühlt sich irgendwie ein bisschen schneller an und man hat zumindest subjektiv das Gefühl, dass das hier schneller vorangeht. Ob das tatsächlich so ist, müssten wir messen. Beschleunigen wir nochmal. Ihr seht also, das ist auf jeden Fall zügig. Es macht Spaß, es hat all die Geräusche, die der 1JZ GTE auch in den früheren Baujahren so macht. Turboflatter ist auch da, hier allerdings nur im oberen Drehzahlbereich. Also ich habe es nicht provoziert bekommen. Ich behaupte, das hängt hier mit dem E-Gas zusammen. Und es ist interessant zu fahren. Man kann es sehr leise und komfortabel fahren, das Ganze. Ja, teilweise kommt die Sportlichkeit von dem Antriebsstrang einfach durch. Interessant wäre mal gewesen, hier einen Schalter im direkten Vergleich zu fahren, der auch das R154er Getriebe hat.
ist es auf jeden Fall leichter natürlich als die großen Crown, die wir euch in den letzten Videos vorgestellt haben, mit 1400 noch was Kilo. Auf jeden Fall schon eher ein noch sportliches, leichtes Fahrzeug. Der JZS 171, der sich ja hier diese Basis teilt, ist auf jeden Fall 100 Kilo schwerer. Die moderneren Crown fast 200-300 Kilo schwerer. Deswegen macht er diesen Spagat, glaube ich, ganz gut. Er hat den alten, in Anführungsstrichen, alten Motor, den rein Sechszylinder mit Turbo, was natürlich viele Emotionen mit sich bringt, aber auch sehr modern fährt in diesem Chassis hier. Also es kann für jemanden etwas sein, der halt unbedingt die Turbotechnik haben möchte, aber auch ein modernes Fahrverhalten und eine gewisse Alltagstauglichkeit von so einem Auto hier erwartet. Dementsprechend da meine Empfehlung. Ne? Auch als Automatik fährt sich das wirklich überraschend gut, überraschend sportlich. Ich muss sagen, da bin ich immer wieder von angetan. Und auf der anderen Seite ist hier immer noch ein Schaltgetriebeumbau drin. Es dürfte ja mit eins der günstigsten Autos mit 1JZ GTE momentan noch sein, abgesehen vom Crown. Der selber überlegen, was er draus macht. Für den Import von so einem Fahrzeug sind wir auf jeden Fall bereit. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't.